Bernhard, Saisonvorbereitung ist vorbei. Was ist dein Fazit? Mein Fazit zur Saisonvorbereitung: Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben uns gut gefunden als Team. Die eine oder andere Ecke können wir noch ein bisschen verbessern, aber soweit ist es ganz gut und wir sind froh, dass es jetzt endlich vorbei ist und dass die Saison jetzt endlich losgeht. Wie ist deine persönliche Bilanz zur Vorbereitung? Persönliche Bilanz ziehe ich eigentlich nicht. Ich schaue darauf, dass wir halt als Team alle Spaß haben, zusammenpassen, gut miteinander harmonieren und dann ist das vollkommen ausreichend. Schlenker, Kai Borelli, die Topscorer der Vorbereitung, ist das eine Saisontendenz? Nee, nicht unbedingt. Ich meine, es ist schön, dass man auf die deutschen Schultern verteilt ist, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich egal. Hauptsache, wir machen viele Tore, viele Punkte fürs Team und wer die macht, ist eigentlich egal. Wie ist allgemein die Stimmung in der Mannschaft? Du hast es vorhin schon angesprochen. Ja, die Stimmung ist super. Wir haben Spaß zusammen, wir haben uns gut gefunden, sind ja auch viele Verletzten ja geblieben. Und ich denke, dass wir eine gute Truppe sind mit einem guten Charakter und ja, jetzt sind wir bereit, jetzt kann es losgehen. Die Eispiraten haben sich ja nur punktuell verstärkt. Wie habt ihr die Neuzugänge integriert? Soweit ganz gut. Also Ivan war am Anfang ein bisschen ruhiger, ist eh ein ruhigerer Typ, aber der ist jetzt auch ein bisschen aufgeblüht und die anderen wie Pinizotto oder der Mark Lee oder Mike, da läuft alles rund und die haben auch Spaß mit uns, läuft auch gut und es kann auf jeden Fall was Gutes werden dieses Jahr. Du hast schon gesagt, es kann was Gutes werden, morgen geht's endlich los. Bist du schon heiß? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir freuen uns alle auf die Saison, weil die Vorbereitung ist für den einen oder anderen etwas schwieriger. Deswegen, jeder freut sich auf die Saison und jetzt wird es Zeit, dass es losgeht. Morgen gegen Weißwasser. Wie erwartest du den Gegner? Ja, wir schauen nicht so auf den Gegner, wir schauen auf uns. Wir schauen, dass wir bereit sind fürs erste Spiel, zu Hause natürlich, vor den eigenen Fans, volle Hütte, freuen wir uns riesig und wir sind bereit und dann kann der Gegner machen, was er will. Du hast schon angesprochen, der Gegner kann machen, was er will. Momentan will er eher den Druck ein bisschen auf eure Seite schieben. Was sagst du? Ja, das sind nur Aussagen, wenn man Angst hat. Von dem her, wir sind auf jeden Fall bereit und dann sollen sie halt mit Angst nach Grimmitschau kommen. Weißwasser hat viele Verletzte, wir haben es gerade schon gesagt. Wäre das eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja, wie gesagt, wir schauen nicht so auf den Gegner, wir schauen eher auf uns, dass wir unser Spiel durchziehen, 60 Minuten lang. Und dann können sie entweder mit 12 Mann oder mit 20 Mann, das ist uns egal. Wie erwartet ihr dann jetzt Weißwasser, egal ob 12 oder 20, werden sie, meint ihr, werden giftig? Ja, ich denke mal schon, dass sie auch Vollgas geben werden, das ist ja für Weißwasser auch ein Derby und es wird auf jeden Fall eine heiße Stimmung werden. Aber wir haben natürlich den großen Vorteil mit den guten, mit den super Fans hier in Grimmitschau und die werden uns auch einheizen und dann wird das alles laufen. Was würdest du am Samstagmorgen gerne für eine Schlagzeile lesen? Eiskalte Eispiraten zermürben schwache Lausitzer Füchse. Das liest ja schon mal ganz gut. Sonntag dann gegen Rissersee. Seit 2012 konnten die Piraten da unten nicht mehr gewinnen. Wie wollt ihr die Durststrecke überwinden? Ja, wir werden. Das ist immer schwierig in Bayern unten bei meinen Landsmännern zu spielen. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal auf das Spiel morgen gegen Weißwasser und dann werden wir uns vorbereiten auf Garmisch. Du hast jetzt, wenn wir nochmal kurz auf dich schauen, direkt für 2 Jahre verlängert. Was waren die Gründe dafür? Ja, ich habe ja letztes Jahr nicht allzu lange mitspielen dürfen, da ich mich ja verletzt hatte. Und ich will schauen, dass ich viel Eis bekomme, viel Spiel. Und warum ich gleich 2 Jahre verlängert habe, weil es hat alles gestimmt, ich habe viel Spaß hier, die Jungs sind alles super, sind ja viele vom letzten Jahr geblieben, macht einfach riesig Spaß und ja, ich will mich hier weiterentwickeln und das ist ja halt alles top. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal dem Coach die Frage gestellt, seitdem er gekommen ist, ging es sukzessive nach oben, erst den Abstieg verhindert, dann letztes Jahr Platz 10, dieses Jahr hat er gleich gesagt, das logische Ziel sind die Playoffs, was ist dein Ziel für dieses Jahr? Erfolgreicher wie letztes Jahr zu sein, einfach viel Spaß haben mit den Jungs, viele Siege feiern, die Fans glücklich machen und ja, jeder spielt dafür für die Meisterschaft und wir wollen die Playoffs rein, wo es um alles geht im Eishockey und das ist unser Ziel. Alles klar, danke für deine Zeit. Bitte, bitte.